Moin moin Freunde, es ist 6.41 Uhr in der Früh und ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute, was Auslitern ist. Auslitern ist eine Vorgehensweise, um das Brennraumvolumen zu ermitteln und das ist in meinen Augen auch eine Grundlage für einen guten Motor und deswegen zeige ich euch jetzt, wie das funktioniert. Cheers! So, genau, seht ihr mich? Hallo? So sieht das im Prinzip aus. Wir haben hier eine Plexiglasscheibe, da ist ein kleines Loch. Wir haben hier so ein Messstativ, da verwende ich hier so ein normales Messstativ immer von der Messuhr. Da ist hier eine Metallplatte, damit das ordentlich hält. Und eben dieses Dingsbumsgerät hier, ich habe den Namen vergessen. Ich habe das irgendwo in so einem Laborbedarf, glaube ich, irgendwann mal gekauft und wie heißt denn das nochmal? Ich hau euch einen Link unten rein, wo ihr sowas kaufen könnt. Und dann habe ich hier was handelsübliches, Wasser mit einem Schuss Kühlwasser. Kühlwasser ist passend dafür, denn wir haben hier sonst das Problem mit Korrosion und sowas. Das ist hier schon in dem Kühlwasser integriert, dass da Antikorrosionszeug drin ist. Gut, in meinen Augen ist das sehr wichtig, dass das hier alles ausgelitert wird und gleichmäßig ist. Das sorgt auch zugleich für einen sanften Motorlauf, harmonisch, denn ist klar, wenn wir auf einem Zylinder weniger Hubverdichtung haben, auf dem anderen mehr, dann ist das schon Murks. So sieht's aus und falls irgendwie was nicht passt, dann tun wir das anpassen, indem wir meinetwegen irgendwo was wegfräsen, wo es halt möglich ist. Im Idealfall ist der beste Brennraum eine Kugel. Wir haben jetzt hier bei dem Brennraum, okay, der ist sogar auch relativ rund, aber es gibt tatsächlich auch Brennräume, die sind total verwinkelt und so. Das funktioniert gar nicht. Viele fragen mich, wie funktioniert das? Ich will aus meinem 2 Liter Subaru ein 2,5 Liter machen. Kann ich da einfach den 2,5 Liter Block drauf schneiden? Ja, das kannst du, das ist aber schlecht. Also funktionieren tut das erstmal, aber man muss sich ja überlegen, wenn da hier der 2 Liter Brennraum ist und wir haben einen 2,5 Liter Zylinder, dann haben wir hier so eine Kante. Und diese Kante ist halt total fail. Ne? Man kann den Brennraum auf 2,5 Liter anpassen, mache ich auch, aber die Engländer machen zum Beispiel grundsätzlich, die sagen, wir machen kein 2,5 Liter. Wir machen dann einen 2,2 Liter Stroker, also so ein EO22 Closed-Deck Stroker. Wo sie recht haben, haben sie recht. Das ist ein super standfester Motor und dann hast du eigentlich auch Ruhe. Aber wie wir auch alle wissen, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen. Außer durch 2 Turbolader. Nein, Spaß. Okay, wir machen jetzt hier erstmal hier das Kühlwasserzeug rein und dann geht's weiter. So, das Ding fasst 50 Milliliter. Bei den Subaru-Köpfen kommen wir da in der Regel hin. Nein, es läuft schon. Fail. So, jetzt haben wir es exakt befüllt,
auf 50 Milliliter das Röhrchen. Und der nächste Schritt ist jetzt nun eben, den Hahn hier unten aufzumachen. So, jetzt haben wir das Röhrchen befüllt. Ich musste gerade nur die Kamera anders ausrichten. Und was halt wichtig ist, ist, dass das Einfüllloch am obersten Punkt ist. Also der Mainzylinderkopf liegt hier so leicht schräg nach oben. Wo ich halte mal zusätzlich hier noch kurz mit dem Finger ein bisschen Druck drauf. Und jetzt machen wir mal das Hähnchen auf. Und jetzt lassen wir das ganz einfach langsam laufen. Hier sehen wir jetzt schön, wie das langsam aber sicher runterläuft. Wir sind jetzt schon bei 30 Milliliter. Milliliter. Zack. So. Perfekt. Wir haben ein Brennraumvolumen von 48,2 Milliliter. Ja. Wichtig ist jetzt hier darauf zu achten, dass hier nirgendwo irgendwie eine Blase drin ist oder so. Das sieht alles gut aus. So, muss man nicht festhalten. Hier ist nur ein Spritzer Wasser irgendwie drauf gekommen. Habt ihr gesehen, da hatte ich aber auch wieder wie einen Reflex wie eine Katze gehabt. So. Jetzt seht ihr, was sagt die Anzeige nun? Ihr seht nun 48,4 Milliliter circa. Und das reicht uns, das ist genau genug. Das können wir jetzt einfach mit dem anderen Brennraum genauso machen. Zur Not anpassen. Und das war's auch schon. So, das war's jetzt auch schon wieder von mir und Pina. Doch, ihr habt gesehen, eine sehr simple und einfache Sache, was aber durchaus wichtig ist und was ich nur jedem empfehlen kann, das zu machen, ohne hier groß Marketing zu machen. Ich habe mir gerade überlegt, ich werde so ein Set mit diesem Ding und mit dieser Pipette und mit so einer Plexiglasscheibe einfach bei mir im Shop aufnehmen und so durchgehen lassen. Findet ihr dann unter Montagemittel. Weil da tue ich, glaube ich, einfach auch so ein paar Werkzeuge rein. Ja, ja, so sieht's aus. Sonst, ja, was soll ich sagen? Ich hatte richtig Trouble hier. Es war wirklich Katastrophe. Aber jetzt ist alles geschafft. Jetzt kann ich mich wieder in Ruhe meinen Motörchen widmen. Und für
Ende des Monats gibt es eine richtig fette Überraschung. Nicht nur für mich, sondern auch für euch. Weil im Endeffekt habt ihr auch was davon. Cool. Ich bin weg.